I heard the woods whispers. Take it. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. To other places go. That cannot be all. I saw it when I left the village. Ivalice is changing. How can the Viera stand and do nothing at all? Ivalice is for the Humes. The wood alone is for us. But that is wrong. How can we just hide here in the trees when all the world outside is on the move? I too wish to live freely. To leave this wood. Do not do this. You must remain away from the Humes. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister... I am no longer of you. I have discarded wood and village. I won my freedom. Yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. Is solitude you want, Mjern? Sister. No, Mjern. Only one sister remains to you now. You must forget my existence. I am sorry to make you do this. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Better I than one who must uphold these laws herself. I have a request. Listen to the wood's voice for me. I fear she hates. The wood longs for you, for the child gone from under her boughs. A pleasant lie, that. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. I am as them now. Am I not? Goodbye, sister. Ich sollte vielleicht auch mein Mikro anmachen, wenn ich anfange zu reden. Wir haben Lentes Träne erhalten und das heißt, wir können jetzt den Wald durchqueren. Vorher verkaufen wir nochmal. Ja, werden sicherlich auch etwas kaufen, aber erstmal verkaufen. Ich glaube, das Escutcheon hebe ich erstmal noch auf. Die Stiefel können weg. Ach, weißt du was? Weg mit dem. Ich werde sie sowieso nie anlegen. Rostklumpen weg. Oh, das lohnt sich doch. So. Das lohnt sich noch viel mehr. Oh, Gelbsäure. Die haben wir bestimmt von den Morbolen bekommen, oder? So. Was haben wir hier noch in der Handelsware? Wandertracht.
Und oh, wir könnten uns jetzt fast die Schriftrolle leisten. Fast. Verdammt. Wanderer bevorzugen diese leichte Kleidung, die aus Federhut und Reisekluft besteht. Nee. Ach ja, du hast ja keine Rüstung und nichts. Aber ich könnte noch ein paar Phönixfedern gebrauchen, tatsächlich. So, 16 Stück vielleicht. Potions habe ich genug. Goldnadeln haben wir keine mehr. Bacchus-Tropfen brauchen wir nicht. Riechsalz nehmen wir mal auch noch ein paar mit. So. Die Oberin der Viera höchstpersönlich gab mir die Erlaubnis, hier meinen Laden zu betreiben, Kupo. Ich hatte schon ein wenig Angst vor ihr, aber eigentlich kann man ganz gut mit ihr reden. Da fällt mir ein, hab neulich was Unheimliches gehört. Es soll Monster geben, die sich als Kristalle tarnen, Kupo. Besonders gerne sollen die sich auf geschwächte Opfer stürzen, die sich ihnen nähern, um ihre Wunden zu heilen. Sei vorsichtig, Kupo. Oh nein, jetzt geht das los. So, erstmal werden wir speichern. Ja. Zack. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Und jetzt sollten wir ja durch den Dschungel durchkommen. Huch, was bist du denn? Ein Trend. Ach, naja, eigentlich tut er uns ja gar nichts, verdammt. Warum greife ich ihn denn jetzt an? Einfach nur, weil ich es kann, wahrscheinlich. Guck mal, da ist eine Barriere und die müssten wir jetzt durchdringen können. Na komm, fall um. Würden Sie bitte sterben, der Herr? Eine Phönixfeder. Das ist aber gnädig. Und guck mal, die Barriere wird durchscheinen. Wo geht's denn da lang hin? Da geht's zum Dorf. Wo lang geht's hier runter? Ich weiß es nicht. Spanne Bäume, Stätte der Voraussicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Mal gucken. Steht hier was? Nö. Halt, der ist nicht anwählbar, aber jetzt. Oh, tschüss. Babs. Und den zweiten. Und da oben wieder Morbole. Na toll. Und Balthia hat Gemach. Na klasse. Ohne High Potion erhalten. Warum ist der eine Morbol so dunkel? Das ist ein Großmorbol. Aha. Interessant. Babs. Morbol-Ranke. Interessant, was man hier so alles kriegt. So. Und ein Gargoyle. Greif doch mal jemand anders an. Oder stirb. Das geht auch. So. Ich hoffe mal, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Oh. Wer bist du denn? Eine Hüterin. Seit einigen Jahren passieren zwielichtige Gestalten, wie ihr es seid, unseren Wald.
Einige von ihnen schrecken nicht davor zurück, den Wald zu zerstören, um ihre Spuren zu verwischen und ihre Verfolger auf eine falsche Fährte zu locken. Die Sorge Myrns um unseren Wald ist berechtigt und ich kann ihre innere Unrast verstehen, die sie zum Aufbruch drängte. Ja, achso, an die kommen wir gar nicht ran. Okay. Okay. Und nochmal ein Speicherkristall. Ach komm, wir speichern mal. Sicher ist sicher. So, speichern erfolgreich. Wo geht's da lang jetzt? Wo sind wir gerade? Okay, jetzt geht's... Oh, ganz ehrlich, so ein kleines Areal, das riecht doch schon wieder nach Bosskampf. Kampf? Doch, Bosskampf. Irgendwas kommt doch jetzt schon wieder. Ein Drache. Oh ja, ich weiß, es ist ein Drache. Ist nicht gesagt. Wenn die Blumen nicht pink wären, wäre noch schöner. Ich weiß immer nicht, was ich während der Mystech-Kombos erzählen soll. Weil es immer so laut ist. Ich weiß immer gar nicht, ob man mich dann vernünftig hört. Aber gut bis jetzt. Der siebte Treffer gleich und immer noch nicht Pinelo angerührt. Läuft. Telefon. Boah, das kann eigentlich nichts Wichtiges sein. Wichtige Sachen rufen wir auf dem Handy an. Ich hoffe nur, das hört man jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme. Okay, jetzt nicht einfach aufspringen. Okay, es hat schon aufgehört. Dann war es definitiv nichts Wichtiges. So, und jetzt Pinelo. Den Treffer ganz ohne den dritten Mann oder Frau. Das ist gut. Das ist eine gute Runde. Und da haben wir wieder das Problem mit dem Loben. Man sollte es nicht tun. Man sollte nicht loben, bevor es nicht vorbei ist. Momentan.
Unsere Spitze, 14 Treffer. Und wieder die Blitzentladung. Ah, ich glaube fast, dass das Feuer hätte vielleicht eher genutzt, ne? Oder Wasser. Oder Blitze? Was? Wo kommen die her? Nee, ich konzentriere mich mal lieber weiter auf den Wald. Au. Nee, kannst du eine Flöhe mal für dich behalten? Die will keiner. Was? Ich kann keine Items benutzen? Im Zustand konfus ist das Kampfmenü weitestgehend deaktiviert. Na gut. Ich kann mich nicht mal bewegen. Toll. Und da ist Penelo tot. Kann ich den Mystex wenigstens einsetzen? Ja, das geht. Was, ich kann Fahren nicht mal da einsetzen? Oh, das ist jetzt aber gemein. Weil tot war ich doch mal nicht, oder? Uiuiuiui, das war knapp. Mehr oder weniger. Es geht knapper, aber es war knapp. Knapselig, knapselig. Ich brauche nur genug für eine Flächenangriffe. Damit ich hoffentlich die Trends loswerde. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Faustregel, ab wann man dieses Blitzentladung und Eruption und sowas alles kriegt, ab wie viel Treffern? Nein! Oh, verdammt! 8 Treffer müssten noch theoretisch reichen, oder? 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 Ja, Gott sei Dank. Blitzentladung. Und wonach entscheidet sich eigentlich, was man kriegt? Ich kann gerade angriffstechnisch gar nichts auswählen. Jetzt aber, oder? Ja, gut. Blind, Toxin, Stumm, Gemach. Gemach, Blind, Stumm, Toxin. Okay. Du gibst mal so ein Ding zu Lasern.